Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Montag, es geht wieder los. Ich bin voller Energie. Bin ich überhaupt nicht. Ich habe total wieder wenig geschlafen die Nacht, weil ich die ganze Nacht nach einer Küche gesucht habe, die ins neue Büro passt. Ja. Und da habe ich eine gefunden, 1,60 Meter lang. Darf sie ja nur sein, die muss ja in diese Nische rein. Und die kostet 3.000 Euro. Mann, scheiße, hey. Ich darf mir nicht aussuchen. 3.000. Aber sieht geil aus. Ist halt genau 1,60, also genau 1,56 so her. Man kann das Fenster wahrscheinlich denn so ja richtig aufmachen wieder. Das, was mich so ein bisschen gestört hat, dass das Fenster so anschlägt. In der Küche, ja. 3.000 Euro. Muss ich verdienen. Heute. Das wäre gut. 3.000, ich würde mal so freuen. Naja, wir werden mal sehen, was der Tag so bringt. Also bis später, war. Ihr seid ja dabei. Live dort. Und stückchenweise hier. Da kommt schon der Erste. 5.000 Euro sind schon sicher. Bis dann. Ciao. Es wird draußen kurz noch ein bisschen gefegt. Die eine Seite, die andere Seite. Alle lassen ihren Müll hier liegen, schmeißen ihn irgendwo hin. Furchtbar. Jetzt mache ich es in den Müll und dann ist gut. So, was macht man, wenn man einen Platten hat am Lastenrad? Einen neuen Reifen, einen neuen Schlauch. Nee, hat sie gerade aufgepumpt, aber er sagt, sie ist platt. Das ist ein Christiania. Und? Ja, man muss es ja nicht kompliziert ausbauen. Oh, ist so dreckig. Warum ist nicht wenigstens so nass? Mensch, ist ja furchtbar. Hilfst du mir? Schön. Hallo. Was soll ich denn machen? Du kannst das Ventil aufdrehen. Das machen wir jetzt erst, das Ventil aufdrehen. Das geht ein bisschen schwer. Nee, das Ganze. Genau. Dreh auf. Ganze. Ja, ja, ja. Tada! Explosion. Ich hab's. Dann müssen wir diese Schraube lösen hier, diese Mutter. Soll ich die rausnehmen? Na, ich muss erstmal anschrauben. So, jetzt kannst du sie abschrauben. Die. Weiter, weiter. Ja, das dauert seine Zeit. Tada! Wie soll das jetzt aussehen? Kannst du eine Hand behalten? Nein. Dann hebel ich hier oben drin. Und hier daneben auch noch. Und hier auch noch. Und dann. Hier überall. Zieht den ab. Zack. Dann hebe ich es ein bisschen an, das ganze Rad. Und ziehe den Schlauch raus. Ja, der ist wirklich platt. Jetzt ist er platt. Da ist kein Ventil mehr drin. Kannst du wieder reinschrauben. Alles. Ich nehme mal den Mantel ab. Und stellen es auf den Gummigriff. So einfach ist das. So, jetzt können wir den Mantel kontrollieren. Auf Scherben etc. Ja. Hallo. Aha, aha. Mama ist aber noch nicht da. Ja. Sailor Moon. Ich glaube, ich
Jetzt hole ich einen Schlauch. Gleich. Was denn? Ich mach den Pulver rein. Ach so? Ja, dann mach mal Pulver rein. Hm? Nö, du machst den Pulver rein. Mann! Jo. Groß? Jetzt drehen. Super. Jetzt kannst du das auspacken. Okay. Und das Ventil da rausschrauben. Geh mal wieder raus mit dem. Da. Dankeschön. Einer Hand. Das ist natürlich immer ein bisschen schwerer, aber funktioniert. Wenn man ein bisschen Übung hat, funktioniert es. Schlauch? Hallo? Schlauch brauche ich. Brauche ich den Schlauch? Auch. Einstecken. Okay. Hallo Papa. Absenken und wozu das denn? Und drin ist er. Jetzt brauche ich die Ventile. Hier rein. Und was jetzt? Und die Luftpumpe. Die kannst du mal dem Herren dort entwenden. Wenn der fertig ist, kannst du die da bringen. Ja, ich gucke dann auch. Okay. Guten Morgen. Morgen.
Traut sich nicht, die Pumpe zu holen. So. Jetzt wir schauen, wie es sich hebt. Fuß rauf. Und fertig ist das. Und warum können Sie nicht jetzt kommen? Fertig ist der Schlauch verziehen. Bis dann. So, Mietrad kommt wieder kaputt zurück. Ja, schon gewohnt hier bald in den Dingern. Hier ist offensichtlich die Stellschraube abgebrochen. Ja, die Stellschraube für die Federverspannung. Da. Das ist natürlich Müll, das ist auch Quatsch, das funktioniert nicht so. Das bauen wir ab. Und wieder was Neues dran. So einfach sieht's aus. Bis gleich. Was ist mit der passiert? Haben Sie die angezogen? Ja, haben Sie Kuckelprobe gemacht? Nee, das sieht aus wie Knochenfraß. Das ist ja kein Elfenbeinsknochen. Hm. Witzig. Na ja, da liegt eine Gusche. Ja, aber jetzt. Da ist noch ein Steg oder so. Da weiß ich nicht, wo der rankommt. Aber an die Gitarre oder an der Mandoline? Ja, vielleicht steckt er einfach nur hier drin, die da drin stecken. Nein, das ist hier die Seitenauflage. Wo die Seiten dann aufliegen. Hier, wisst ihr? Dann weiß ich nicht, wo der drankommt. Ob das hier rankommt oder auf der, bei der Mandoline. Ach so, ja. Aber schön gemacht. Schön. Ein bisschen Holzzeug mal noch mit drin. Da hat der Olaf wieder was mitgebracht. Nehme ich ein Selbstbildnis. So nee, sieht der Olaf aus. Der hat eine Maske auf. Ich dachte, er ist jetzt so hässlich. Aber der hat und du hast recht, der hat eine Maske auf. Das habe ich noch nicht gesehen. Oh, gewundert. Aber es soll tatsächlich ein Mann mit Maske sein. Schön. Richtig gut gekauft, vor allem für deine Einkaufspreise. Nee, halt bei den Zigeuner gekauft, ey. Die sind echt manchmal. Bist, manchmal frech? Frage ich mich, warum ich überhaupt noch nach der Preise fahre. Wenn du der Olaf bist. Ja? Wenn du der Olaf bist. Ja. Was wird es da aussehen mit den kleinen Chinesen? Sag mal einen Preis. Hä? Ach, 15 Euro. Nee. Ja. Reizt mich jetzt nicht wirklich. Ehrlich gesagt. Ja, der zahlt mir auf jeden Fall jeder mehr. Ein alter Ding. Ich will ihn nicht. Der ist. Oh, der sieht nicht so schön aus. Das ist nicht mein Ding. Also, du magst ja Knochen. Nee, ich mag ihn nicht. Knochen sollen im Körper bleiben. Diese asiatischen Knochendinger, diese indischen, das ist spannend, die finde ich schön. Und durch das Schwarze sieht es auch ein bisschen doof aus.
Mal wieder bleichen. Das Ding. Kann man bleichen, kann man ja bleichen, oder? Mhm. Kaputt dabei. Fällt auseinander. Warum die oben so schwarz ist? Moin! Ich bin ganz gespannt, die ist ja Wahnsinn. Ja. Ich suche ein Fahrrad. Ich würde einer Freundin gerne ein Fahrrad schenken zum Geburtstag und ich kenne mich gar nicht aus. Du kennst dich gar nicht aus? Ah, wir haben ein ganz tolles für 1000 Euro. Ich habe gar keine Ahnung. Also, da würde ich einfach mal gucken, was es da so gibt bei euch. Kannst du einmal hier unten gucken und oben. Auch was? Ja, wir haben über 200 Fahrräder stehen. Erstmal hier. Ah, okay. Einfach hier durch. Alles klar, super, danke. Kein Problem. Hast du deins denn angeschlossen? Nein. Warum denn das nicht? Genau, wenn du jetzt nochmal rausgehst zum Anschließen, kannst du gleich mal rechts gucken nach diesem, da steht ein günstiges Diamant für 80 Euro. Naja, es muss schon aussehen wie ein Fahrrad. Hier sind so viele Fahrräder. Was, so viele sind es doch ja? Ich hab da nur 5 Stück rausgebracht oder so. Arne, du hast nicht mal einen Tisch mit hochgenommen. Das ist furchtbar. Ich spann mal schnell die Kette. So, immer hin. Einfach durch. Hier ist Richtung unten. Aber wie gesagt, da geht es auch erst los, denn bei den umgebauten Rädern sind sie wesentlich teurer. Musst du mal schauen. Schau dich einfach um und. Atlantikfett. Ja, der ist durch. Jetzt suche ich noch einen Kettenschutz. Oh, das lobe ich. Ja, das reicht mir auch. Alleine kommen wir gut wieder mit Baby laut herum. Ach na ja, das Kind gehört dazu. Das musst du akzeptieren. Na ja, gut, aber. Hab ich ja noch nicht gesagt. Ich meine, wenn er jetzt ohne gemacht gekommen wäre, nur alleine, hätten wir mehr geschafft als mit dem Baby. Das meine ich ja jetzt. Er wollte nicht arbeiten kommen so, bei dir. Jetzt war ich geliebt. Mensch, der wollte sich einen schönen Tag mit seinem Jungen im Garten machen. Jetzt hat er was. Und so ein bisschen nebenbei dir ein bisschen vielleicht helfen, aber er war ja nicht zum Arbeitseinsatz. Ach so, da habt ihr aneinander vielleicht vorbeigeredet. Das ist ja nicht so, ach, ist ja nicht so schlimm. Das ist alles nicht so traurig. Nee, ist ja auch nicht. Jetzt hat er erst gemerkt, wie gesagt, der hat ihn festgestellt. Ja. Ich bin steuer geworden. Ja, gut. Wolfgang, wir sehen uns. Ich meine, kann ja auch doof sein. Also, wie gesagt, ich lasse mich ja auch aufklären. Wa? Na, das wirst du ja wohl gemerkt haben. Also, jetzt hat er das erstmal gemerkt. Also, ich meine, ich hab's auch so gemacht. Draußen auch. Ich hab's mir auch nicht anmerken lassen. Hinterher hat man gedacht, eine Tasse weg ist. Ja, bis später. Bis später, Wolfgang. Bis dann, ciao. Das mache ich jetzt. Da. Platt. Ich baue aus. Wieder mal. Das ist ja so ein Standard hier. Platte Räder. So, ist draußen. Und gleich ist wieder drin. Carsten erklärt mir die Elektrik. Schau mal. Bis dann. Dann muss man hier das Kabel über den Fenster eine Dose setzen. Okay, dann musst du sowieso, dann ist es nicht weiter schlimm. Also dann mach ich sehe wohl noch hin. Siehst du hier? Ja, genau. Genau, dann muss das zurückgeklappt werden. Dann kommt da oben eine Dose hin. Und dann muss da oben die Dose hin. Richtig. Und dann trinkt man das nochmal aus. Und wenn hier schon eine Dose ist, dann ist es doch egal. Kann auch zur Küche rübergehen, eigentlich da unten dann mit dem Strom. Was meinst du? Kann zur Küche. Denken wir an die Küche? Nicht? Muss man sehen, kann man ja mal drauf.
jeden Raum für sich separat oder willst du es mischen? Das ist ja wieder die Frage. Also wie gesagt, da ist auch die Lampe jetzt. Da ist die Lampe drauf. Ich würde, Prinzip ist einfach, ich habe jetzt die Zuleitung hier gekappt, kurz vor der Dose. Also gleich vor dem hier. Die liegt hier noch blind drauf, auf dem Sicherungskasten. Da kannst du jetzt alle passieren, das kannst du machen und man merkt, da funktioniert nicht mehr. Die kommt, muss ja sowieso. Prinzip ist jetzt, von hier muss die Zuleitung wieder. Ich weiß, was, wenn man die Dose behält, du liegt die Abzweigdose da oben machen. Das heißt, eine Zuleitung hier einfach mit dem Ding lassen, rüber, hier in die Dose, vom Schalter in die Dose, von deiner Dreierbatterie oben in die Abzweigdose und von der Lampe in die Dose. Und fertig. Und deine Steckdose rüber geschliffen. Mit was? Würde ich ein bisschen höher setzen. Die sitzt heute sowieso keine mehr so tief. Keine Ahnung, warum sie das gemacht haben. Da war es die andere Norm ja. Heute hast du die Oberabzweigdosen 15 cm unter Decke. Das ist scheißegal. Gut, auch hier, das ist viel zu niedrig. 30 auf 7,5 ist Mitte Dose, also Mitte den Baudosen, die man eingibst. 7,5 von der Wand schon mal. Ja, und dann, genau, was war noch? Also alles klar hier, ja? Ich nicht mehr, Wolfgang. Gibst du deine Kinder nachher? Oh Gottes Willen. Alpenschmaus. Wolfgang war einkaufen. Ich hab mal probiert, also 99 Cent sind die schlecht, die anderen mal so schlecht. Als süß war einfach. Ja, ja. Ist ja nicht immer, ist ja gut immer. Das eine Rad nehme ich noch raus. Ich brauche meine Rolle. Kannst du ohne Brille sehen? Ja, klar, gerade. Aber die ist mir zu groß, weil es verlegt hier und dann muss man die Nase da hinten. Wirst du mir noch kann ich. Kannst du hier schon. Ja, da komme ich gar nicht an, ein Wasser. Mann, das sieht aber auch aus hier. Alter Schwede. Oh, guck dir das mal an, ey. Ja. Ich hab bloß von der Heckenschild. Guck mal, Wolfgang, das ist ja nicht angeschlossen. Nee. Na gut. Was machst du denn damit? Das stellen wir erstmal beiseite, wa? Guck dir das mal an, ey. Moin. Hi. Du, kann ich auch mal eure Luftpumpe benutzen? Kannst du machen. Gut. Gute Frau, Sie müssen den Hebel umlegen. Genau. Jetzt funktioniert's. Lumi, komm runter da. Wolfgang, du bist ein fleißiger Mensch. Das ist gut gegen Rheuma. Na? Ist das, war hier ein Rad von euch auch bei? Dieses? War das von euch? Nein, was? Die stehen alle drüben, ne? Ja. Okay. Genau. Weil es nicht angeschlossen, deswegen ist nicht angeschlossen, einfach so. Kein Problem. Nein, es geht nicht. Nein. Das so geht das nicht. Nein? Nee, ich habe auch zu viele, ich brauche keine mehr. Pass auf, dass du nicht in den Reifen schnippst. Yeah.
Aber ihr nicht. Ich hab da so keine Kratzer, wisst ihr, meine? Den Tilt, den Tilt. Der so scharf machen kann, so ein schmales Ding. Die Dinger fehlen. Der Weg, meine? Was meinst du? Kennst du hier zum Schmal, wenn du die Eispicken, wie du Finken hast? Ja. Die machen viel. Schön vorne, schön scharf kann der nach, dann ist der zu. Ja, ich guck mal, ich find was. Das ist kein Problem. Gib meinen nächsten Happen. Oh, jetzt komme ich gar nicht rein. Naja, so ist es. Arbeitseinsatz mit Wolfgang. Weiter hüte mal. Ja. Wenn man nicht böse, aber du, wenn zwei Mann dabei ist, dann macht das richtig. Ja, da siehst du, wie schnell das geht. Alle, ich wollte das immer mal. Ich kann mit Mika und Co. Mal machen und so weiter. Alleine, man könnte das so viele machen. Ja, man kann so viele machen. Als Team. Wenn man das zusammen macht. Genau. Ich würde ja auch noch mehr machen, wenn das jemand mitmachen würde. Aber ja, das Ding ist, Wolfgang, am Endeffekt mache ich das nämlich immer alleine alle. Alle. Egal was. Jetzt hast du mit dir geholfen, okay. Aber normalerweise mache ich viel so Dinger. Das ist ja immer Freizeit oder so. Ich meine. Und dann mache ich das ja immer alleine und da hilft keiner. Aber alle meckern. Wie sieht das denn aus? Und da und dort. Wollen alle was machen und tun? Nee, wollen alle ja nicht machen und tun. Sondern wollen nur alle, dass es schön aussieht, aber nichts machen und tun. Das geht mir auf den Sack. Ja, das ist ja Quatsch. Ja, nee, ist ja Quatsch. Ich mach das ohne mehr. Also, bis gleich. Das ist schlimm. Die halten einen echt von der Arbeit ab. Mann, ich aber nicht. Du nicht. Du nicht. Du als Einziger nicht. Mit dir mach ich doch Arbeit. Hast du ja gesehen vorhin. Haben wir gut gemacht. Bin wirklich stolz auf dich, dass du mitgemacht hast, finde ich gut. Ich hab da gesagt, wenn ich was helfe, kann helfe ich doch. Ja, hast du gut gemacht. Haben wir ja auch gut hingekriegt. Das ist mal ein Ding, das hätte schon lange gemacht werden müssen. Aber die Nachbarn, naja, wisst ihr, wie das ist. Ja, das müsste man mal und ach, naja, warum sieht der nicht so schlimm aus da? Aber selber mal, jede Woche laufe ich zweimal mit dem Mülleimer und sammle den Müll draußen ein. Die ganze Strecke von da hinterm Baum bis da hinterm Baum. Sammle ich zweimal pro Woche den Müll ein. Ich sehe gerade, wenn man den Tammer rumruft. Ja, so. Macht kein anderer. Alle anderen kicken nur immer die Sachen auf der Straße. Mal, du hast ja recht. Das sehe ich auf den Hof hoch. Alex, mir auf den alle hoch. Kommt bei mir. Alex hoch. Sagt er, fahr mal den Haus rein, zieh mal weh. Hausschlüssel und Hausschlüssel, wa? Fahr mal den. Sag du, entschuldige bitte, sag ja nicht böse. Bitte alle dich sperren. Da kümmern wir uns nicht mehr. Ja. Du alles heute Morgen gekommen, hab den Muster sehen, der holt ein Zimmer. So, ja. Überjahr. Der hat da so für einen mit der Emma da, wisst ihr ja da oben gesagt, hat er da. Blablabla. Ich hab jetzt gewartet, ob das Alex da kommt. Dann hat Bach da gedacht, das ist doch mal eine Stunde zu Tonnen, hab ich gedacht. Ja. Ja. Da hat er den Windkassel kaputt gemacht. Alex? Ja, am Donnerstagabend. Also hektisch hat er den Schlüssel abgebrochen. Okay. Kommt da noch nicht ganz richtig, weil er heute mit meinem Rüstkasten mir kriegen, wie die Bälle hochkriegt. Wenn ich erst um 9 oder 10 nach Hause komme, Tommy, dann bin ich jetzt besser. Naja, du bist ja auch nicht verpflichtet, auf Alex zu warten. Was? Du bist ja auch nicht verpflichtet, Alex zu warten. Ist ja logisch, aber ich warte ja manchmal, ob ich denke, wenn er kommt, nein. Dann sagt er, naja, ist er da oder ist er da. Das ist ja ärgerlich, das verstehe ich. Ich ärgere mich ja nicht mehr, nee. Ich ärgere mich über sowas. Ja, nur ich ärgere mich darüber, dass da alle immer sagen, ja hier, das sieht doch mal aus. Aber vor der eigenen Haustür kehrt keiner. Ja, da hast du recht, logisch. Außer der Tommy, der macht das. Ja. Das ärgert mich. Sollen sie alle mal einen Besen in der Hand nehmen? Sollen sie doch mal so Botnik machen? Ja, früher, da sind sie alle mal gelaufen und haben gearbeitet. Gib dabei all diese Besen, Kurven jetzt für Euro 50. Guck's den Besen nicht, es geht ja darum, dass er einfach mal alle aktiviert sind und was tun und fühlen sich ja hinterher auch geiler, weil sie was gemacht haben, weil sie was sauber gemacht haben, weil sie was schön gemacht haben, weil es dann ordentlich aussieht oder so. Klar. Ja, aber immer nur meckern und sagen und reden und darum darf man ja eine Art Hausgemeinschaft. Ja. Ja,
Du machst alle hinterher, bla bla, wirst du ja wieder. Naja, klar mach ich auch mal Fehler oder so. Aber das ist doch ganz normal. Ja, gut, klar. Guck dir mal die anderen an, ey. Wer immer nur will und will und will, ja, klar. Du musst auch was tun dafür. Dann kann man auch wollen. Das sieht ja so schlecht, wa? Hä? Das sieht ja so schlecht, wa? Ja, das ist scheiße, Alter. Ja, gut, du bist wieder Alkoholiker, du gehst wieder auch hin, wa? Das glaube ich nicht. Das hoffe ich nicht. Um Gottes Willen, ich hoffe. Weil er gesagt hat, er hat 4 bis 6 Wochen. Der geht mit seinem Vater auf Reha. Sein Vater geht in Reha. Ach so. Sein Vater ist krank. Ach so. Sein Vater ist krank. Nicht das. Ach so. Ich hab gedacht, er. Sein Vater geht so nicht gut, der doch. Krebs, oder was war das? Ja, wie er der doch da. Hat er schon mal erzählt, wa? Ja. So schon, wo ist immer? Ich meine, ist ja richtig, dass ihr um den Vater kümmert. Jetzt klar, ist das richtig, logisch. Finde ich gut. Wenn Vater hätte, würde ich das auch machen. Ja, ich meine, finde ich gut. Ich hab ja nur die Hausgemeinschaft. Ich meine, finde ich gut, dass ihr das macht, Thomas. Nicht funktioniert hier, ja. Okay. Ich meine, dass der das macht, ja. Ich traue bloß, dass seine Frau nicht dann besteht. Welche Frau? Hier, Dennis, hier drüben die. Da, was soll die denn da mit, ey? Ja. Was soll die denn damit, ey? Das ist meine Wahl. Das geht ja gar nicht. Nee, das ist ja. Das geht nicht. Nee, weiß ich. Also. Außerdem wollen die mal Zeit für sich haben, auch. Weißt du ja. Das ist mit Vater. Vater und Sohn. Vater und Sohn. Ganz genau. Ja, nee. Das ist. Ich meine, ich hätte die anderen paar Stellen auch mal gemacht, also ist das nicht. Ja, kann man ja morgen machen. Weißt du, heute nicht. Ich muss euch übertreiben. Morgen können wir das machen, Wolfgang. Morgen Abend, ja. Also ich plane das nicht. Wenn das so weit ist, dann wird das wird einfach gemacht. Ich plane ja sowas. Nee, ist doch klar. Wir haben doch gerade spontan gemacht. Naja, das steht schon länger an. Ich habe das schon länger im Visier. Bloß heute konnte ich ja auch die Räder da wegnehmen. Heute hat sich das angeboten wegen der Räder. Weil die allein nicht lassen. Weil alle nicht reingeschlossen waren. Zack, boom. Die sind allein nicht lassen, aber. Na, wenn nicht, wird zwischen den Rädern gemacht. Oh. Gucken. Wie gesagt, nicht planen, weil wenn du den planst, ist das alles im Müll. Aber Spaß gemacht. Ja, natürlich. Und man fühlt sich da gut, man hat was getan. Also ich finde das gut. Warum sagt er, wie schön gesagt, wenn der Mike oder Mika wieder sagt, ist ja. Ja, Mika. Ja, wenn er alleine wissen, jetzt auch ein Wort geschafft, ja. Aber mit der grüne Ecke da oben rumgekrabt und bla bla. Naja. Naja, das ist halt Mika. Naja. Weil er hat sich am Zimmer angerufen, verzögert sich und der kleine Mann, der dort eine Weile und wohl ach, naja. Ist ja auch ja, man kriegt man ja Lob, aber. Hat den Besen, den kannst du behalten, Thomas, ja. Können wir hier nutzen zum Fegen, zum Sauermachen. Ja, für den Rasen ist der gut. Immer auf die Stufe festzumachen, eine Schraube wieder. Stimmt, die Schraube muss noch hin. Ja. Kann man gleich noch machen. Und jetzt sagt er, ist er wieder in Ordnung. Ist ja mein Eigentum, kann ich ja verschenken. Naja, ist ja nicht verschenkt. Lagert ja im Grunde genommen. Ja, ich meine, wenn ich habe ja die damals gekauft sozusagen, ja. Also Schäfig oder wie immer für die Straße. Benutzverkehr haben wir und haben den Keller drin gestellt zum Trick und da dachte ich, das immer sozusagen mein Eintun. Wa? Ja, auch da jetzt jemand wegschmeißen, ich habe mir wieder geholt. Wa? Weil, habt ihr bei mir auch, da mag ja stimmen. Ja, und zwar der Konrad zu mir, wo der Vater steht, wird auch noch schnell mit der Schere da gemacht, ja. Ja. Die kleine Kantenschere, da kommen wir uns ja tot, wenn die kleine den Weg hat. Die ist gut, war aber jo, nicht, ja. Klar. Sag so, der Hecke hängt mich hier ran. Und dann kann man ja auch so ein gutes Fest aber hier irgendwo, wa? Ja. Wow. Die da, der Fähre, die da haben wir. Das ist ja wieder. Aber nicht funktioniert. Licht funktioniert wieder. Oh ja.
Tolle muss man, wenn du sagst, das jetzt machen lassen, dass der Hausmeister hier, wisst ihr ja, die wird ja nicht wie ein Trichter. Der kommt in der erste Ohr, dann müssen wir von der Tür gefischt und dann war fertig. Naja. Und Mittag, ja, die Telefontagung, kurz davor. Aber ich hab keine Ahnung, ich weiß es nicht, inwieweit der Straßenreinigung kriegt er ja nicht bezahlt, weißt du? Oder ja, was die, weiß die, ich die denn? Die machen doch nicht mehr, sagt sie, oh, ich muss ja, ja, die will ich ja nicht mehr machen. Was? Weiß ich nicht, ob der das bezahlt bekommt oder nicht, ob das mit drin ist in seinem Vertrag. Da haben die, das muss der selber wissen. Ja, ja, das ja. ist mir auch egal. Wenn ich jeden Tag draußen bin, ich sammle ja so oder so den Müll. Ist ja klar, ich meine, ist ja richtig klar. Ich sage ja alles. Und ich meine, bisher kann man ja auch von der, naja, gut. Wisst ihr, wie das ist? Ich kenne ja Kinder von mir auch, ich weiß ja, wie er ist. Er hat gesagt, angeln will er ja gehen, das ist ja keine, hat ja kein Interesse, weil er sagt, ja, wo ist man denn? Im Sommer, ich lasse schon mal angeln, nee, ja. Ja, ja. Das wird ja schon langsam dunkel, das ist ja schon bleibt noch nicht mal 9 ist schon dunkel. 9. Ja. Ich hab gedacht, naja, wie auf die Wehr hat sich der echt gelohnt bei Aldi, hat gleich noch ein paar Kekse mitgebracht. Die hört zu, die esse ich nachher. Na ja. Die schmecken ein paar. Die schmecken ja gut. Corona-Para, vor allem hatte ich so viele Zeug da. Du musst ja immer nicht teuer sein, wa? Nein, überhaupt nicht. Muss es nicht. Hast du recht. So, Kette gespannt haben wir auch jetzt. Der eine lässt sich ein mehr blicken, wa? Auch seine Sache. Ja, ja. Wisst ihr, ich hab so viel zu tun immer mit meinen eigenen Sachen. Ich hab ja, wirklich viel zu tun. Ja, ich mache ja nebenbei schon wahnsinnig viel. Ja, klar. Dann die anderen. Wenn sie kommen wollen, kommen sie. Siehst du ja mit Dennis, wenn er kommen will, kommt er. Aber verpflichtet ist hier keiner. Nee. Du ja auch nicht, kommst ja auch, wann du willst. Manchmal bist du einen Tag lang nicht da. Alle tut. Ist ja kein Problem, wa? Das ist halt so. Ich bin wieder voll drauf, bin wieder voll da. Ja, voll da. Ich brauche immer einen Tag, wo ich gesagt habe, gut, jetzt will ich mal abschalten, will ich mal vom Kinder was wissen, was ist denn, ja. Ist ja auch in Ordnung, ist völlig in Ordnung. Ja, aber da haben wir wieder. Völlig legitim. Wie der diese Dame kam, der mit Taubstuhl jetzt mal hin, oder wo die mehr Freunde haben, das sah aus, ich dachte, ich habe ihn verdickt, ich dachte, unser Haus einschüben. Ja, fast genau das wäre. Ach. Ja, also die Ähnlichkeit, also die Sicht, wir haben gedacht, das ist unser Hauseigentümer, weil der Mensch, der kommt unser Hauseigentümer, der kommt dann mit Fahrrad an die Fahrt. Na klar, du hast doch mal Arbeit jetzt zu tun. Naja, und geht ja nachher weiter. Das geht ja um 9 Uhr weiter. Das ist ja heute dann auch um 9 Uhr. Um 9 Uhr räume ich erstmal ein. Dann bin ich 9.30 Uhr, bin ich im günstigsten Fall, bin ich 9.30 Uhr hier raus. Und dann habe ich noch um bis 1 Uhr morgens ungefähr zu tun. Und das jeden Tag, bis 1 Uhr morgens, jeden Tag, definitiv. Videoscheiße, Bestellung machen, dies, das. Ich bin immer beschäftigt, immer in Action. Und steh dann frühmorgens wieder auf der Matte. Und dann bist du halt fertig, wenn du jeden Tag irgendwie nur 4 Stunden schläfst vielleicht. Oder so. Das ist zu wenig. Ja, ich meine, die anderen schlummern sich hier eben weg oder so. Ja, das ist ja manche Leute. Du hast es nicht leicht. Ich will ja nicht mehr mitleidet werden. Das ist ja ganz normal. Das hat man halt. Das ist normal. Ja, das Kinder, Beruf, das so. Aber ich meine, das sieht von außen vielleicht immer so leicht aus, alles, aber ist es halt tatsächlich nicht. Ja, da muss man ein bisschen Rücksicht auch nehmen. Muss man vielleicht ein bisschen Verständnis mitbringen und sagen, es kann nicht immer alles gleich und nicht immer alles sofort sein. Das funktioniert halt nicht. Ja. Ich habe keinen Bock, irgendwie mit 50 zu sterben, weißt du? Weil man sich jeden Tag nur aufregt, wie über irgendeinen Müll oder irgendwas. Ja, da habe ich auch keinen Bock drauf. Ich wollte noch ein bisschen älter werden.
Ich will sehen, wie meine Kinder Kinder kriegen. Verstehst du? Und wie die groß werden am besten. Ah, ja, ja, und wie ja, die ja, vielleicht Kinder kriegen, das will ich vielleicht auch noch sehen. Ja? Die anderen, die in der Schule gehen, der hat den Geburtstag, ja. Die hat am 7. Geburtstag, am 7.9. Die Große, die ist in der Schule geworden, ja. Und wie alt? 7 Jahre. 7 Jahre schon. 7.9. 7 Jahre. Boah. So Mittwoch war da oder Sonntag, war? Ich hab keine Ahnung, was. Ne, so, Freitag, so. Warte mal, Mittwoch ist ja der 6. Ist das Mittwoch, Sonntag und Mittwoch Freitag? Ist der Mittwoch ist ja der 6. Ja, Donnerstag ist der Donnerstag. Müsste der Donnerstag. Am 6. Ja, 6. fährt der. Am Dienstag ist er geboren worden. Ja, 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 6. ist der. Am 6. fährt der. Na, wo du bist, da, der. Probe, Probe. Ach so, ja. Ja, ja. Also Dynamo ist gemacht hier, check, bam, fertig, aus, neue Lampe ist dran. Ich berechne jetzt einfach mal, nicht kein Check, sondern nur die Reparatur, haben sie schon genug mit zu tun, 25 Euro. Ist ja scheißegal, wie ich es nenne, Check oder Reparatur, 25 Euro. Du kannst dich ja nicht für alle da. Alle machen, muss man ja nach der Leib gezankt oder so. Naja, der Tauschzimmer mit den Freunden. Ach so, na, das auch noch. Ja, wenn die sich dann untereinander kappen. Ja, ja, hallo. Wegen irgendwas. Was geht hier denn denn an? Der Tauschzimmer sozusagen, der Thorsten, wenn der da mit seinem Kumpel ein Problem hat, da kann ich mich nicht noch drum kümmern. Nee. Also ich mach's ja schon so ein bisschen, ja, weil man ja auch nicht will, dass da einer hier sitzt mit so eine Fresse und dann. Ja, 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 ja. Du willst ja auch, dass die sich alle ein bisschen verstehen und dass die sich nicht zanken. Aber wie gesagt, pass auf, stolper nicht, ne? Aber, aber es geht halt nicht immer. Ja, manchmal ist es ja, halt so. Ja, manchmal ja, ja. Ich meine, kann der Thorsten kann ja nicht, wenn er ein bisschen Torfschirm ist, ja. Aber der ist, für mich ist es ein netter Kerl. Ja. Ja. Ist es ja auch. Wenn er ein bisschen Quatsch, also ein bisschen reden würde, na gut, der könnte manchmal dann besser verstehen, ja, aber anders auch. Ja, man kann ihn schon ganz gut verstehen, man kann sich ja ganz gut verständlich machen. So, was wollte ich denn jetzt? Jetzt habe ich die Schraubenkiste, weil ich irgendwas wollte. Was wollte ich denn jetzt hier noch festmachen? Keine Ahnung, Felsen. Ach doch, Physik, fällt mir wieder ein. Na, fällst du auch ein, lieber? Also mal überlegt, du bist nicht, wenn man durch die Straße läuft oder so, abends kommt man so 6:30 so, ab und zu nicht immer, du bist Zeit zu lang, die haben ein bisschen neu geopfert. Als Fahrer. Ja, ja, ich bin einzeln in der Straße, der so lange aufhört, ne? Das habe ich, ja ganz wenig hier. Ja, siehst du, Wolfgang? Wo ist das denn? Ja, so, ja, nennen Sie ihn hier. Weil ich ein Arschloch bin. Ja, ach Quatsch, warum? Ja, keine Ahnung. Aber nee. Denken vielleicht einer. Du bist doch, wenn du ein paar Euro rein, dann bist du real, aber... Ich bin halt da für die Kunden in diesem Moment, ne? Das ist bestimmt nicht die Kiel, die ich hier treibe. Das ist meine Liste. Der Tommy, der ist blöd. Ist der große Feier hier im Wurzeln? Jule? Ist denn mal deine Tochter eine große Feier? Naja, wir feiern das, na klar. Aber große Feier? Ist ja kaum einer da. Carsten ist nicht da, Dennis ist nicht da. Na, ich weiß. Ja? Ich weiß halt nicht, ne? Ja, ihre Schwester wird da kommen, war bestimmt. Ihre Schwestern kommen, klar, Familie kommt und natürlich ihre Freundinnen, was ja viel wichtiger ist. Für die Kinder heutzutage. Ja, ja. Das stimmt schon. Ist das doch viel wichtiger, wenn die. Also Andrea wird ja auch kommen, Alex. Natürlich. Wollte um Abend über eine halbe Stunde Zeit haben. Ja, das machen die auf alle Fälle. Na, von meiner Seite aus halt wieder und ach ja, weiß ich, ich hab keine Ahnung, ich weiß es nicht. So ist das, Schraube ist drin im Blech. Dynamo funktioniert hinten, das Licht funktioniert wieder, ist fest. Vorne ist eine neue Lampe dran.
Die alte war kaputt, die war im Arsch. Das neue Fahrrad, der alte, hat der alte nicht mehr? Das war ein Rad, was nicht ihm gehört, nee. Ach so. Das war. Das ist eine große Meier, bist du da? Und ja, das fährt er nicht mehr, weil da irgendwas kaputt ist dran. Steuersatz, glaube ich. Ach so. Naja. Wisst ihr, was du für die Kumpels alles da tust, wa? Na, für Freunde schon eine Menge, klar. Ja. Matschige Kuchen. Hä? Matschige Kuchen. Na nicht jetzt, das esse ich nachher zu Hause in Ruhe. Feierabend, wisst ihr, so ein Feierabendkuchen ist das. Das ist mein Feierabendkuchen. Ich soll das, die Bienen. Züchter war ja auch schon lange nicht mehr hier. Ja, die waren schon echt da nicht mehr hier. Mal fragen, was los ist. Vielleicht sind sie im Urlaub. Kann auch sein, ja. Mona. Die eine sagt ja auch, die eine lernt jetzt wohl aus und der dort in der Weile oder was. Aber das ist ja schon erledigt. Ja, ja. Und die fehlen schon um nach der Prüfung. Aber es sind halt Ferien, Mann, dann sind die weg wahrscheinlich. Ja. Vielleicht hat die da, guck mal, wenn die Oschi lernt hat, hat sie ja auch was verliert. Ich meine, es ist auch schön, wie du sagst, wenn die anderen Wehen zusammenhalten, wa? Ja, jetzt sind wir am Einholen. Ach, den Besen noch machen. Willst du auch den Helm dabei? Warte mal, erstmal schraube ich die raus wieder. Die ist ja falsch drin. Erstmal schraube ich die raus. Müssen wir gucken, wo die. Ich wollte nur dran hier nach. Ich wollte die feste Strom, aber ich hab da die Kreuzform wieder gefunden. Ist, ne? Und dann gehst du dann mal alles aus. Anspitzen, das ist hier für eine Schrubberhalterung, was du hier der angespitzt. Ja, der war so wie wir, ich hab da einen Stiel. Ja, der darf nicht angespitzt werden. Ach so. Wo hab ich denn hier Segel? Hab ich doch hier eigentlich gemacht. Hör mal da liegen. Hier. Nein, 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 nein. Oh, Entschuldigung. Was hast du denn getan? Na, hier. Mach ich hier. Sägst ab. Da geht ein Helm, weil ich kann nicht den Hölzer. Ja, das rüttelt ein bisschen wahrscheinlich, oder? Ist jetzt auf die Mucke. Ja. Ein bisschen diagonal, sagt er. Ha? Sehr schön ab. Ja, das ist eine gute Säge. Der geht ratzfatz. Ja, du hast auch bei wo war denn das? Mal, wo das da für neu. Naja, aber nicht schlecht.
Ja, taugt wahrscheinlich für zwei, drei Mal, aber. Also, jetzt mal Eisensee und Holz drin, also so mit Bücher, wisst ihr sowas? Ja. Guck mal hier, der passt irgendwie so, passt der ideal. Siehst du? Das ist doch gut. Wenn wir auch stoßen und da drin, das kommt wieder, ich wieder nicht immer. Das ist doch nicht gut. Ich muss mal überlegen, das ist für den Leben. Der ist fest. Der ist fest. Und was kommt jetzt, Wolfgang? Was macht man jetzt? Eine Schraube. Na, und wie macht man das? Weiß ich nicht. Ich hab das. Das weiß ich nicht. Von wieder. Das ist auch noch von oben nach unten. Das weiß ich jetzt nicht. Jetzt macht man hier eine Bohrung drin. Und dann haut man die Schraube durch. Aha. Oder? Das ist. Ich hab's auch früher, dass sie von unten geschraubt werden. Ich wüsste, dass ich immer von oben gemacht habe. Vielleicht sollte ich die von unten schrauben. So, ja, so, so. Guck mal. So, so, so. Die ist ja eh im Arsch. Die ist ja eh krumm. Mal gucken, ob ich die noch gerade biege. Ich nehme den anderen. Gut, oder? Thomas? Nina? Nina am Abend erquickend und labend. Ja, geht so. Ne, du siehst aber wunderbar aus. Jemand hat wirklich alle meine Fotos geklaut. Ja. Und die ganzen selbstgemalten Bilder aus der Grundschule vor allen Dingen alle. Mann, das hast du mir doch letztes Mal schon erzählt. Ich habe mit meiner Mutter ja auch alles gemacht. Warum machen sie das bei mir und bei meiner Mutter? Und alles damit bei Patrick Heiden? Bist du jetzt der Weihnachtsmann? Icke? Wegen dem Schuh da. Was für ein Schuh? Da hängt so ein Weihnachtsschuh. Ach so, nee, den hat jemand verloren. Ich hab schon eine Frage, nicht böse man. Seid ihr von den Hells Angels? Ja, alles. Der Service oder was? Ja? Der Service oder was? Wegen ich dem Service. Ja, sagen. Eberswalde. Ja. Schön tausch, meine. Gleichfalls. Ne? Aber heimlich, aber hier mal schön. Ja, drin, ne? Dann freu ich mich, Alle Jute! Ich fahr heute noch etwas weiter, mein Kiss steht da vorne, hab ich noch viel vor heute. Ja, viel Spaß, komm heil an! Hells Angels aus Eberswalde. Seht ihr von den Hells Angels? Kennst du die? Woher soll ich die kennen, Mann? Ach so, Entschuldigung. Also, woher soll ich den kennen? Ich kenn die. Guck mal, die sind ganz verstört. Bis übermorgen? Wieso willst du nach Eberswalde oder was? Willst du mit nach Eberswalde? Na, der nimmt dich auch umsonst mit. Aber eine Fahrt ohne Wiederkehr wird das. Fahrt ohne Wiederkehr, ich kann doch Nein sagen. Ey Nina, ich kann nicht Nein sagen. Ist das zum Kotzen? Ich kann nicht Nein sagen. Ich kann nicht Ach, Nein sagen. Glück, guck mal, wieder so ein Ding. Willst du mich heiraten? Ja. Siehst du, ich kann nicht Nein sagen. So ein Mist, ich bin da schon verheiratet. Was mache ich denn jetzt? Bigamie, ist das erlaubt? Wolfgang, gib den 10er. Nee, ich schick den nicht hoch. Der kann doch nicht mehr laufen. Mensch, Wolfgang. Nina, Schätzchen, koch den schönen Ring dafür. Auskaufen die Automaten hier vorne. Ja, genau. Genau so. Nee, ich gehe dafür in den Internetkasse. Okay. Hast du deine Suppe gegessen? Hab ich gegessen. Kann man nicht zum Morgen nicht. Bitte. Das ist jetzt ganz eng, was du willst. Ja, ich wiss ich doch schon. Weiß aber nicht, ob du wieder schlecht bist in der Art. Keine Ahnung, wahrscheinlich war der einer von den. Was soll der Nazi? Sind da eher welche Assimilaten? Na dann? Das ist voll vorher genommen. Ich liebe euch nur. Ich weiß nicht, ich bin ein Herzangel und ein Heil. Ein Herzangel? Ein Herzangel. Ich habe ja auf alle Fälle den Ausweis von der Frau Jais vom Maßregelvollzug. Wer? Vom Maßregelvollzug. Für wen ist das Post? Ein Ausweis vom Maßregelvollzug, Krankenhaus. Hat sie verloren? Ja. Maßregelvollzug heißt, dass Leute aus der Klapse, aus dem Gefängnis in die Klapse kommen? Ja? Nee, Gefängnis. Gefängnisarzt. Das ist Gefängnisarzt. Und wer ist hier Gefängnis? Wer ist hier im Gefängnis? Du?
Das ist mein Gefängnis hier. Draußen ist der Ausweis, wenn du reinkommen willst. Ist noch jemand hier im Gefängnis? Ne, Wolfgang, gerade. Ich bräuchte aber auch mal einen Gefängnisarzt. Wolfgang, nur zu Besuch. Wenn der Arzt nochmal vorbeikommt, Frau Jell, können Sie bitte Bescheid sagen, ja? Genau, bitte dreimal klingeln. Oder dreimal auf die Fresse und dann kommt der Arzt. Und dann kommt der Hells Angel. Guten Nacht. Bis dann, ciao. Meine Güte. Was seid ihr von den Hells Angels? Das ist Monatsende, oder? Was wollt ihr jetzt mal bohren, wa? Ja. Ich komme nicht dazu. Auch noch 3 Tage bis Monatsende, ja, guck mal. Keine Ahnung, ist das so? Ja, Thomas, das ist der 31. Ah. Erst bohren. Dann zur Arbeit. Ja, ist zu dick. Wo ich mir schon. Wo ist denn meine Bohrerkiste? Das ist doch nicht, wie du mir reingeschmissen hast. Das ist ja zu dick, ihr wollt doch den Bohren, Wolfgang. Ich muss doch die Schraube noch drin drehen. Was soll denn für eine Schraube denn sein? Ach so. Ja. Guck mal. Das kommt da an. Das kommt da an. Der ist zu verquillt, den nehme ich nicht. Wolfgang, mach keine Dinger hier. Nee. Hallo! Wir sind nicht zu spät. Ihr seid nicht zu spät. Es ist nie zu spät. Für die Universität. Wunderbar! Fantastisch! Oh. So, ein Rad abholen, ja? Zum Beispiel, und was noch? Ich weiß nicht, was hast du sonst? Ah, oh, ich weiß nicht, ich hab so viel. könnt ihr alles abholen hier? Auch egal. Ja. Ich gebe alles ab. So. Ach, ich muss ja noch schrauben. Mit dem Loch alleine ist es ja nicht getan. Gib mir erstmal das Fahrrad. Erstmal das Rad. Oh, so ein schönes Fahrrad. Fantastisch! Unreliable! Schön, gerade bezahlen schon hatten. Ah. Schon das Problem, dass wir keinen. Ach, drauf, 1 Euro. Vielleicht. Komm schon. Das ist ja in der Ecke bestimmt. Wenn nicht, dann. Ja, ja. Okay. Also, was denkst du von dem Fahrrad? Immer so gut wie vorher? Na, es fährt, oder? Es fährt. Ah, ja, außer gestern, wir waren in Brandenburg, in der Nähe von Werder und plötzlich war es. Encore 10.
Nein. Ja. Ach so. Aber bitte die Tür ist zu laut. Das ist von mir. Ja, gibst du mir einen, ich geb dir einen wieder. Ach so, hast du das? Okay. Einen habe ich hier. Ach so. Das ist kein Wechselgeldbetrug, das ist genau. Alles legal. Ja, das ist wunderbar. Okay, ich dachte, ich habe... Ihre Mutter kommt aus Jugoslawien. Ah. Na, also zur Hälfte ist sie Jugo. Ach so, aber sie ist hier geworden. Sie ist hier geworden. Okay, interessant. Mutter kam schon in den... Bitte? Nee. Kommen Sie her in den späten 70ern. Ach so, okay, super früh. Also das ist ja, nicht, also nicht wegen des Krieg. Ja. Nicht wegen Krieg, also, weil mein... Also wirklich schon mit als Arbeiter sozusagen. Okay, mein Schwieger kommt aus Jugoslawien auch. Okay. Aber wie weiß, aber wegen des Krieges sind Sie gekommen. 90? Genau, 93. 93, spät. Ja, super spät. Ja, ist spät. Also vielen Dank. Ja, bitte. Und... Grüße an deine Frau und die kleine süße Kinder. Ja. Hallo, Lumen und. Also alle Französisch, Lumen, Lateinisch, Gabi und Norwegisch. Also Skandinavisch. Skandinavien ist nach. Skandinavien. So. Jetzt wirklich letzter Auftrag für heute. Das ist gleich 9:30. Ein Spontanplatter, sagt sie. Spontanplatt. Wick, wick, squeeze, squeeze. Und wenn er schon dabei ist, bauen wir auch ein Licht an. Meint sie auch. Mach ich. Kein Problem. Machen wir auch 9:30 noch. Beziehungsweise 10:00 bin ich dann fertig. Tommy macht's. Also, ich baue aus, ich baue ein, bis gleich. Machen wir mal kurz ein Video. Hier, neue Lampe kommt jetzt ran, habe ich gerade durchgezogen hier. Jetzt bauen wir mal die Schraube hier ab. Also 24 Stunden Workshop, wie gesagt, habe ich schon öfter mal im Blick gehabt, so was zu machen. Endlos schrauben. Nachts kann man ja am schönsten schrauben, weil man wird nicht unterbrochen. Ja, ist ja auch das, was Dennis meinte, als er die Vertretung gemacht hat. Also nachts, da geht das besser. Ja. So. So, jetzt haben wir tief festgeschraubt. Jetzt wird das hier durchgefädelt.
drunter lang, da hinter lang. Wo ist denn jetzt den? Entschuldigung, das wollte ich gar nicht so sagen. Schnell nochmal. Also, ist es ja nicht ruhig. Ist es ja in so einer Stadt immer laut. Hey, Feierabend. Jawohl, Sir. Das war der Alex nochmal. Aber für die Straße hier ist das schon wirklich sehr ruhig. Genießen. So, jetzt haben wir das ordentlich geklemmt. Achtung, ich stecke auf. Achtung, ich mache an. Wunderbar. Was ich nicht berechnet habe. Ist, dass es natürlich eine Lampe ohne Schalter ist. Sprich, die ist immer an. Tja. Jetzt könnte ich sie fragen, ob ihr das hier nehmen ist. Die geht ja nicht kaputt dadurch. Im Gegenteil, mehr Sicherheit. Deswegen habe ich das ja bei meinen Mieträdern so. Ah, Scheiße. Ich verknote die erstmal, werden wir sehen. Ich auch, ja. Ist das meine Frau? Das war nicht meine Frau. Der Toni. Naja. Wie auch immer.
Au! Okay. Licht ist dran. Das war's für heute, zumindest von hier. Bis morgen.